Willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5 mit der Schweiz. Ich habe wieder ein Stück Pizza gegessen. Das heißt, ich habe wieder vollste Energie. Ganz im Gegensatz zu meiner Armee. Wir sind das hier falsch angegangen. Ich ziehe mich zurück. Ich sehe ein, hier gibt es nichts zu gewinnen momentan. Und belasse das auch dabei. Frieden gibt es jetzt nicht. Bismarck will Hamburg zurückhaben dafür. Wird er aber nicht kriegen. Das behalte ich mir vor. Wir kümmern uns erstmal, würde ich sagen, um unsere Wirtschaft und Wissenschaft ein bisschen. Bauen überall mal eine Bibliothek. Und statt Tribox dann Notre Dame. Hier haben wir auch wieder eine Einheit verloren. Das ist natürlich schade. Die werden wir höchstwahrscheinlich auch verlieren, jetzt wo wir sie zurückziehen wollten. Naja, ist alles halb so schlimm. Wir bauen einfach neue, wenn wir sie brauchen. Ja, tatsächlich fällt mir da jetzt nichts ein, was wir machen könnten. Nun denn. Hier in Land gehen. Ja. Und ja, komm, wir können ja Berlin weit. Ah, jetzt endlich mal Triburg. Jetzt, wo wir die Triburger haben, ziehe ich mich zurück. Naja, aber es ist schon okay. Wir haben nämlich, was ich überhaupt nicht gesehen habe, Napoleon startet ja voll durch. Der ist, jetzt sag mir nicht, dass du das überleben kannst. Ein Missionar zu Wasser mit einem Paddelboot gegen eine Triere. Okay. Naja, wenigstens, oh, das Christentum ist auf dem Vormarsch. Was machen wir eigentlich mit unserem Glauben? In zwei Runden ist es wieder soweit. Große Propheten wollen wir gar keinen haben. Moscheen kaufen, das ist gut. So, wir werden, wie gesagt, jetzt einmal ein paar Runden keine militärischen Einheiten produzieren, sondern lieber auf Wissenschaft gehen und so weiter. Nichtsdestotrotz hier natürlich immer alles im Auge behalten. Das ist klar. Gegner in der Nähe, Kolumbus sucht Investoren, Vatikanstaat ist auf unserer Seite. Hier befestigen wir die Küste gegen Dortmund. Der Armbrustschütze bekommt Speerfeuer. Das Ding ist auch, wenn Napoleon sich jetzt dazu entscheiden sollte, gegen uns vorzugehen, haben wir verloren. Dann haben wir verloren, da können wir beim besten Willen uns nicht wehren, da gibt es keine Möglichkeit. Also keine, die ich kenne zumindest. Vielleicht fällt euch da ja was ein. Zack. Hier auch zurückziehen. Lass sie kommen. Sie sollen hier sich gerne an den Zitadellen aufreiben. Das ist okay. Wir fortifizieren hier und ziehen uns zurück. Amphitheater für Kultur, Aquädukt, Werkstatt. Werkstatt, denn wir brauchen zwei Unterhalt, wow. Ja, wir brauchen Produktion. Überall, Produktion ist immer gut. Da kannst du nichts mit falsch machen. Ah, das war jetzt blöd. Ja, aber nun denn. Der gute Triebock. Naja, machen wir hier noch einen. Ah, was ist da passiert? Wir haben unser ganzes, wir waren glaube ich pleite. Haben jetzt aber eine Moschee gekauft. Urs, sehr gut. Den schicken wir wiederum nach Berlin. Der andere wurde wohl getötet. Sydney, Lumpur, okay. Zürich hat eine Bibliothek gebaut und baut auch einen Leuchtturm. Da bekommen sie so viel Nahrung, dass sie riesig werden als Stadt. Und da gar nichts mehr schiefgehen kann. Du fortifizierst hier. Und dann kann es nichts mehr passieren. Hier oben kann es was passieren. Ja, aber das haben wir auch im Griff. Ganz einfach. Weil hier so ziemlich jede Einheit, die wir haben, dort angreifen kann. Und da müssten wir ihn eigentlich zerstören können. Und dann hätte ich gerne diesen großen General. Und das, den bekomme ich auch. Sehr gut, dann können wir sogar wieder zurückziehen. Als ob nichts gewesen wäre. Super. Einer benötigt Befehle. Gewalthaufen. Fortify. Nächste Runde. Jetzt wollen sie es wissen. Soll sie ruhig probieren. Erstmal verlieren sie 30 Punkte dafür, dass sie neben der Zitadelle übernachtet haben. Das gibt es ja nicht umsonst, die Übernachtung.
Dann können wir hier nicht angreifen, aber lass mich überlegen. Du kannst angreifen, ne? Ne, wir müssen mit dir auf jeden Fall hier weg. Gegen Fernangriffe können wir uns gegen dich verteidigen. Wie machen wir das? Ah, ich hab's. Du kannst aber bestimmt mit ihm tauschen und du kannst ihm den Rest geben. Wenn du dann da bist, gehst du eins nach vorne. Ja, dann sind wir zwar hier wiederum von allen angreifbar, aber eine Runde müssen wir überleben. Wenn nicht, dann wissen wir das auch. Dann bekommst du gegen Fernangriffe die Beförderung und Fortifies. Hamburg? Nein. Wie wär's ohne Hamburg? Okay. Ich habe Hamburg nicht erobert zweimal, damit ich sie jetzt wieder zurückgebe. So, Einheitenbeförderung. Angkor Wat wurde gebaut von Napoleon. Der geht echt steil. Wir nehmen hier Genauigkeit. Gehen eins nach vorne. Jetzt können wir dich oder dich angreifen. Dann greifen wir dich an. Mit dir auch. Da oben stehst du gut. Wir sehen, dass hier keine Fernkampfeinheit ist. Das bedeutet, nur Dortmund kannst du auch angreifen. Das Risiko gehen wir ein. Hier eine Runde zu übernachten. Wir haben eine neue Kultur. Sehr gut. Geld. Wir brauchen Geld. Gold-Unterhaltskosten für Straßen- und Eisenbahnstrecken um 33% reduziert. Das ist super. Und das nehmen wir auch. Ja. Plus 5. Nice. Hamburg kann wieder jemanden angreifen. Ah, da hat sich eine Triere zu uns verirrt. Und Galeassen sind jetzt anscheinend auch am Start. Du kannst auch angreifen, ne? Nee? Wir fortifizieren hier trotzdem. Ich möchte dich nicht aus der Stadt rausholen, damit du dann doch noch überrumpelt wirst. Beendet. Werkstatt. Werkstatt. Kolosseum. Ja. Ich glaube, das brauchen wir. Das Orakel. Komm, wir nehmen das Orakel mit. Wir nehmen das Orakel mit. Bekommen dafür eine freie Sozialpolitik. Die kann man immer gut gebrauchen. Wir haben überlegt. Ah, ihn habe ich nicht gesehen. Na gut, dafür hat er ihn hier geopfert. Das überlebt er nicht. Aber ihr seht schon, trotz dessen, dass wir zurückgezogen haben, wir müssen es weiter zurückziehen. Wir müssen hinter den Zitadellen bleiben. Es kann nicht sein, dass wir dort uns rauslocken lassen. Das war sehr blöd. Wir dürfen uns nicht rauslocken lassen. Automaten, dann nimmst du hoffentlich das Richtige. Genau, und hier stehst du doch wunderbar. Hier kann nichts passieren. Du bist auch eins hoch. Greifst ihn an. Oh, jetzt hat er ihn genommen, anstatt anzugreifen. Ja, aber gut, das war ein Fehler meinerseits. Das Spiel macht das klar. Wir gehen hier einmal hin, plündern und gehen wieder zurück. Ah, na gut, einmal angreifen ist nicht schlimm. Der nächste Tribok ist fertig. Oder das Trebuchet. Ich nenne es jetzt nur noch Trebuchet. Da gibt es nämlich keinen Artikel für. Oder? Das Trebuchet. Wenn dann das. Notre-Dame, Terrakotta-Armee, alles nichts. Bibliothek. Wurde zum Wählen. Werkstatt. Nächste Runde. Stahl haben wir auch bald fertig. Dann können wir Langschwertkämpfer bauen. Bringt uns jetzt aber alles nicht wirklich viel. Ah, super. Dann nimmst du einen Angriff auf Städte, gehst zurück und heilst. Du machst nichts. Dich lösen wir auf. Bekommen leider 0 Gold dafür. Und du fortifierst auch. Sehr gut. Ah, oh, wir können die ganze Zeit Berlin hier bombardieren. Ja, erlauben wir uns doch den Spaß. Wurde zum Wählen. Schrein. Nee. Werkstatt? Ja. Markt hätte ich gerne. Haben wir aber schon anscheinend. Zirkus. Zirkus ist kostenlos und bringt Zufriedenheit. Die brauchen wir. Kann man immer gebrauchen. Halten wir das auch durch. Minus 20. Und probieren wir nochmal. Ja, es bringt ja nicht mal was. Berlin heilt pro Runde mehr, als wir jemals abziehen können.
Und der nächste große General wurde geboren. Okay, nächste Runde. Wir haben schon 1340 nach Christus. 1340. Ich nuschel ein bisschen, das tut mir leid. Ist auch gerade eine Marathon-Session. Stimmt, der Krieg geht, glaube ich, echt schon über 500 Jahre. Der 500-jährige Krieg. Den schnappen wir uns. Jupp. Können wir dich angreifen? Du gehst in die Stadt. Heilst dort. Du gehst an die Küste und greifst die Schiffe an. Wurde zum Wählen. Amphitheater, Werkstatt. Ja, nee, Kolosseum. Nee, Werkstatt, Kolosseum, Werkstatt, Werkstatt. Ja, wir bauen jetzt noch eine Moschee gekauft. Super. Wir bauen jetzt auf jeden Fall. Wir brauchen kein Schießpulver. Wir brauchen jetzt kein Schießpulver. Wir gehen wieder aufs Bankwesen. Auch wenn das lange dauert. Aber das ist genau das, was wir machen müssen. Eieiei, die Galeassen können angreifen. Sind Fernkampfeinheiten. Oh, großer Ingenieur, super. Den kann man immer gebrauchen. Dann nehmen wir natürlich ein teures Wunder. Das Orakel ist eh gleich fertig. Dann nehmen wir doch Notre Dame. Glauben plus 4, Zufriedenheit plus 10. Machen wir. Warte, das ist schon fertig, oder? Ah ja, gut, eine Runde, das passt. Armbrustschütze. Du gehst hier hin und bombardierst die Galeasse. Ich hoffe mal, dass wir da im Vorteil sind. Sieht ganz so aus. Du automatest. Bau dir eigentlich eine Straße nach Haus. Das wäre nicht verkehrt. Wobei, na, ein bisschen teuer. Und wo ist mein ganzes Geld hin? Ich habe doch gerade eben noch Wirtschaft eingeführt. Seltsam. Ui, wo kommt ihr denn her? Draußen im Walde oder was? Notre Dame, super nice. Großer General am Start. Wieso haben wir hier einen Bautrupp in der Stadt? Seltsam. Geh eins zurück und nimm Gegenstädte. Das ist sehr gut. Wir bombardieren weiter dich. Und gewinnen hoffentlich. Ah, gerade so. Nicht geschafft. Hamburg. Greift ihn an. Produktion in Altdorf. Da machen wir das Orakel fertig. Da können wir dann unsere neue Sozialpolitik aussuchen. Ui, ich dachte schon. Haben sie geplündert? Nee, was? Hä? Wie kann das denn sein? Oh, das tut so weh. Jetzt kriegen wir die Galeasse nicht tot, ne? Nee. Dann müssen wir uns zurückziehen. Ja, aber das ist schon okay. Heilen dort. Dich müssen wir auch zurückziehen. Dafür können wir hier angreifen und dort angreifen. Und das dürfte er dann hoffentlich nicht überleben. Aber ihr seht schon, so langsam wird was draus. Wenn sie in unsere Zitadellen kommen. Dann haben sie keine Chance mehr. Die Schweiz hat die Bibliothek, die Stadt Schweiz hat die Bibliothek vollendet. Werkstatt. Werkstatt, Werkstatt. Wir sind bei 0, plus 10 Zufriedenheit und fangen uns langsam aber sicher wieder. Das ist schon okay. Hier heilen wir auch. Da werden wir angegriffen, aber da hat er nicht viel von. Da müsste er nächste Runde auf jeden Fall sterben. Wir können uns die freie Sozialpolitik. Der Kauf von Objekten kostet weniger. Was ist das? Plus 2 Zufriedenheit für jedes Luxusgut. Garnisonsstadt ist nicht verkehrt. Zufriedenheit ist nicht verkehrt. Das Patronat. Wir können uns mal wieder auf Stadt starten. Frömmigkeit. Da haben wir von allem so ein bisschen, ne? Glauben, Kultur, der Zug ist abgefahren. Da machen wir nichts mehr. Was wir brauchen, ist Geld. Und das bekommen wir nicht. Plus 3 Produktion in allen Küstenstädten. Kauf ist weniger. Plus 2 Zufriedenheit. Da kommt aber kein Geld mehr bei rum, ne? Außer wir beenden das. Das sind aber noch 4 Sozialpolitiken. Und ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wenn, dann die Ehre. Mit der Ehre. Ja, kostet
die Modernisierung von Militäreinheiten weniger. Und da wir Mauernburg, Arsenal plus Zufriedenheit, hier, wenn wir Feindeinheiten töten, bekommen wir Gold, hier bekommen wir Zufriedenheit und Kultur für Garnisonsstädte, wir machen die Ehre fertig. Das dauert nur zwei weitere Runden, also 20 Runden. Und das kriegen wir auch hin. In Altdorf. Sind wir jetzt in der Lage, ein Aquädukt zu bauen? Das machen wir auch, weil das nur drei Runden dauert. In fünf Runden werden wir besser. Dann, ja, Verteidigung gegen Fernkampfangriffe. Und uiuiui, Triple gegen offenes Gelände. Aber wir nehmen auch Verteidigung. Missklick des Jahrtausends. Erstmal ihn hier platt machen. Und dann hoffen, dass die beiden es nicht schaffen, ihn zu zerstören. Eieieiei. Die Müdigkeit fordert ihren Tribut. Gibt es da? Ach, Müdigkeit, das Wort gibt's schon, ne? Ah, können es leider nicht mehr bewegen. Du gehst hier raus, dafür gehst du hier rein. Jupp. Der Bautrupp kann ruhig irgendwas machen. Aber nicht in die Stadt gehen. Der Bautrupp kann ruhig irgendwas. Wir können das jetzt den ganzen Tag machen. Ja, keine Ahnung, der macht halt nichts. Nächste Runde. Bau doch mal eine Straße in die Heimat. Das wäre doch was. Oh. Jetzt haben wir ihn echt verloren, deswegen. Ja, Hammer. Naja, dafür haben sie eine Galeasse verloren. Automatisch gekauft. Noch eine Moschee. Sehr gut. Bringt auch ein bisschen Geld. Hamburg kann einen nahen Gegner angreifen. Wen? Ihn? Okay. Super, das bedeutet ja, da kommt auch keine Galeasse mehr. Können wir ihn zerstören? Das wäre mir natürlich lieber, wenn wir den großen General zerstörten. Als so ein Popliger. Oh, minus 48. Du hast angezeigt, dass es minus 1000 sind. Ah, passt doch, okay. Ja, weißt du was? Dann gehst du. Dann kannst du zwar nicht heilen, aber dann geh doch in die Stadt. Da ist auch ein Hügel. Na, Hamburg liegt aber auch blöd. Wollt ihr nicht mal eine Straße bauen? Baut doch mal eine Straße. Das wäre doch mal was. Müssen wir die zahlen, wenn wir die bauen? Ich glaube schon. Aber, schauen wir mal, sehen wir gleich. Der Großgeneral bleibt, wo er ist. Luzern kann ihn hier angreifen. Ist okay. Nächste Runde. Luzern wächst nicht mehr. Hamburg ohne Hamburg. Vorschlagen. Zurück. Okay, ich sollte mir merken, ihn hier nicht mehr stehen zu lassen. Beziehungsweise einfach mit ihm hier ihn zu zerstören. Dann. Oh ja. Ihr müsst weg, denn da ist jetzt eine Galeasse am Start. Da gehen wir hier hin und hier hin. Heilen. Schau mal, wie das sich später verhält. Der große General. Fortified, der Tribok heilt. Ihr heilt auch natürlich. Luzern kann abermals ihn hier angreifen. Moschee können wir nicht mehr kaufen. Okay, weil schon überall eine Moschee ist. Dann würde ich sagen, sichern für großen Propheten. Der große Prophet kann dann eine große Glaubensstätte bauen. Das ist toll. Ich mache mal die Kamera weiter runter, damit ich auch so ein bisschen besser im Bild bin, dann seht ihr zwar mein Mikrofon, aber ich hänge jetzt eh schon so im Stuhl. Sollen wir einen Kaffee holen? Ich bin schon schlaftrunken und mich zurückziehen. Und die Franzosen, ja, die Franzosen, was machen die schon? Wir sind cool mit den Franzosen. Produktion wählen, ja, solange hier das ist. Wir können uns überlegen, andere kleine Städte von Deutschland einzunehmen. Na, wobei momentan sind sie da schon stark genug, dass wir hier erstmal verteidigen müssen, bevor es weitergehen kann. Bauen wir mal noch eine Laterne in Kusern. Nahrung, 5 Runden. So, jetzt wird ein Schuh draus. 3 Runden, 11 Runden, 4 Runden, 6 Runden. Okay, nächste Runde. Pizza, Kaffee. Bildung ist die beste. Bildungswesen, Ritterlichkeit. Hoch, wo kommst du denn her? Haben wir eine Einheit verloren? Nee, ne?
Aber ihr könnt trotzdem angreifen von hier hinten. Das ist natürlich super. Und das nutzen wir natürlich. Oh, hier ist auch eine. Wo sind eigentlich Nahkampfeinheiten? Da haben wir gar keine mehr, ne? Da haben wir gar keine mehr. Da. Da bleiben sie sozusagen so. Ah, du stehst hier am allerblödesten. Bist zwar in Hamburg drin, aber kannst gar nichts machen. Du bist sogar hier besser aufgehoben. Brauchst du zwar länger, aber naja. Ja, soll er ruhig probieren, hier anzugreifen. Das schaffen wir. Universität. So, jetzt kommt hier aber mal was bei rum. Hier hat sich ein Pikenier verirrt, aber das ist nur einer. Das bedeutet noch nicht Krieg. Der tausendjährige Krieg mit Deutschland ist echt wahr. Da habe ich mich total verfahren. Da hätte ich, ja gut, hätte, sollte, wenn, jetzt sind wir schlauer. Wenn wir damals Frieden angenommen hätten, uns nochmal gesammelt hätten, um Berlin anzugreifen. Wobei, das wäre auch selber rausgekommen, glaube ich. So. Da, also ich glaube nicht, dass wir hier die Straßen zahlen müssen. Was baut er hier? Ich weiß es nicht. Das gleich mal uns. Wobei, das wird wieder nicht reichen. Das ist, also das können sie erst ändern. Wieso? Wir haben mehr verloren als der Bauarbeiter. Wir haben mehr verloren als der Bauarbeiter. Die Triere hat einen gewasserten Bauarbeiter angegriffen und den Kampf verloren. Das sind Bauarbeiter auf einem Boot. Wir sind Krieger auf einem Schiff. Aber nun denn. Oh. Deckung gegen Städte. Ich sehe gern beides. Deckung ist aber erstmal wichtiger, da wir jetzt dann doch defensiv spielen. Huch. Können wir ihn hier schnappen und abhauen? Nee, reicht nicht, ne? Schade. Ja, das haben wir einen großen General verpasst, verloren. Naja. Töten können wir ihn auch nicht. Nee, wir müssen ihn noch schnappen. Aber ich glaube, das ist es mir wert. Wenn wir ihn hier verlieren, dafür. Das könnten wir vielleicht sogar überleben, wenn da jetzt keiner irgendwie plötzlich auftaucht. Wobei, vielleicht kommt auch der Bauarbeiter und tötet uns. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Bauarbeiter sind ja anscheinend die neue Geheimwaffe der Deutschen. Das wäre natürlich auch mal eine super Spezialfähigkeit. Bauarbeiter, die kämpfen können. So. Reicht wieder nicht, ist okay. Hoppla, nicht gehen. Ah! Heilen. So. Nächste Runde. Wir werden immer weniger. Wir müssen langsam aber sicher dann noch wieder mal die ein oder andere Einheit bauen, kaufen. Hier können wir keine Straße bauen. Natürlich nicht. Wir sind ja auch nicht zu Hause. Oh. Hier können wir aber angreifen. Yep. Genauso wie mit dir. Das ordnen wir. Du baust eine Straße. Dann brauchen wir die drei hier und hoffentlich lassen wir ihn dann. Baut er auch eine Straße. Pferde, klar. Annehmen. Wir machen ihn abhängig von unseren Pferden und Eisen. Dass wenn er zum Krieg kommt, wir da gut dastehen. So, er hat sich jetzt aber auch langsam was sicher zurückgezogen und eingesehen, dass da nichts mehr geht. Ah, doch, hier ist noch jemand. Da verliert er aber. Das weiß er auch. Warum er dann trotzdem hier angreifen will, das ist mir ein Rätsel. Wobei, dass wir das sich vorhin auch gedacht haben, als wir Berlin versucht haben einzunehmen. So, Position wählen. Ist es schon Zeit für Abermalik? Nee, wir bauen noch Kolosseum, Tempel. Ja, nee, es ist Zeit. Ja, Universität von... Nee. Wir bauen mal wieder Einheiten. Trebuchets. Und... Wo kommen jetzt die ganzen Bauarbeiter her, sag mal? Trebuchets, paar Nahkampfeinheiten, vielleicht ein Ritter? Nee, Landsknechte sind ja wirklich, was wir nicht wollen. Wer kämpft da gegen Wien? Wir sind mit Sydney verbündet. Wieso sind wir mit Sydney verbündet? Und Napoleon hat Sydney den Krieg erklärt. Naja, wir haben kein Schutzversprechen abgegeben. Von daher kann es das egal sein. Jetzt sag nicht, dass du hier eine Straße baust. Wenn du auch hier eine bauen könntest, um dann
die Straße fertig zu bauen. Weißt du? Handelsbossel, Dschungel. Ja, dann geh doch mal du weg, damit wir hier die Straße fertig bauen können. Okay, automate. Ach, jetzt baut er trotzdem eine Straße. Soll er sie bauen? Mir egal. Und er hört nicht auf, ne? Er hört nicht auf. Er will es wissen. Naja, solange er das hier so weitermacht, ist das schon okay. Mich freut's. Dann können wir ihn noch angreifen. In der Festung. Die soll er ruhig von mir aus plündern. Das ist nicht so schlimm. Und ja, Monument in Hamburg. Ei, Hamburg. Bankwesen. Endlich sind wir mal dran. Wenn wir dann genügend Geld haben, können wir aber sowas von durchstarten. Warum greift der Sydney an? Sein Machthunger wird immer größer. Dann haben wir ja fast schon eine gemeinsame Grenze. Zürich ist dann das nächste, oder was? Er hat Ritter. Dafür haben wir Gewalthaufen. Die sind perfekt gegen Ritter. Soll er ruhig kommen. Ob das mit der Kamera doch wieder hoch. Zur Frieden anbieten. Kann euch eh sagen, wie das ausgeht. Er will Hamburg haben. Ich will es nicht hergeben. Jetzt haben wir ein goldenes Zeitalter. Damit sind wir praktisch unbesiegbar. Bismarck, was? Frieden verhandeln. Wie können wir diesen Konflikt beenden? Er will Hamburg. Ablehnen. Auf Wiedersehen. So wird das nisch. Universität. Dschungelgeländefelder haben wir leider nicht, aber. Wow, wie kommen wir zu dem ganzen Geld? Ich weiß nicht genau, aber wir sind topreich. Lass mich überlegen. Wie kommen wir an das ganze Geld? Seltsam. Ja, auch gegen Fernangriffe. Das bedeutet nämlich, dass du vor der Stadt rumlungern kannst und die ganze Zeit sicher bist. Okay, aber lass uns doch mal hier rumheilen, endlich mal. Und in Hamburg vielleicht noch einen Gewalthaufen bauen. Wenn wir denn hier jemals das offene Grenzen, ja. Wir wollen es mit Napoleon nicht verscherzen. Der jetzt schon sehr weit vorne ist. Das dürfte noch ein langer Krieg werden. Den wir jetzt eh schon haben. Aber Berlin. Doch, Berlin können wir schaffen. Das können wir schaffen. Haben wir eine Verbindung jetzt hergestellt? Nee, dafür müssen wir hier noch eine Straße bauen. Können wir das überhaupt? Oh, wie das aussieht. Das nehme ich gar nicht. Das hier ist unnötig. Das hier ist ein unnötiges Feld. Das machen wir auch weg später. So, zack, nur noch zwei Runden, bis Verstärkung da ist. Das ist immer super. Und dann greifen wir hier schön an. Mit dir noch. Geht nicht. Na gut. Position wählen. Ritter? Nee. Langschwertkämpfer? Ja. Gewalthaufen? 16 ist nicht verkehrt. Gewalthaufen werden wir gegen Napoleon bauen. Urs wurde getötet. Der Arme. Noch mehr Langschwertkämpfer. Wir haben so viel Eisen. Ja, durch Hamburg halt. Das passt. Sydney hält sich tapfer. Ritter sind nicht die ideale Einheit, um jetzt Städte einzunehmen. Ach, das gucken wir uns jetzt ab. Ui, okay, Sydney wird eingenommen. Da können wir nichts dran ändern. Gut, dass wir mit Florenz verbündet sind, wenn wir uns noch mit dem ganzen Gesocks hier von der Westflanke umschlagen müssten. Dann hätten wir ein Problem. Mein Plan ist es, Berlin endlich einzunehmen und dann rüber nach Paris zu marschieren. Es ist Mitternacht. Ich mache eine kurze Pause und bin gleich wieder da.